sind so viele Gefühle. Einerseits bin ich glücklich, dass ich ja noch lebe, aber andererseits weiß ich halt, was hier für ein Scheiß passiert ist und kann mich an alles erinnern. Ich sehe mich über diesen Asphalt schlittern einfach. Ich hätte entscheiden können, entweder habe ich diese Blutvergiftung und sterbe daran oder man amputiert den Arm. Ich habe nach wie vor mit Schuldgefühlen zu kämpfen und das ist passiert und das wird mir auch keiner mehr nehmen können. Ich bin Gina und ich bin 21 Jahre alt. Ich bin Jan, ich bin 22 Jahre alt. Und unsere Leber hat einen schweren Schicksalsschlag überstanden. Ich bin nach Wuppertal gezogen und dann bin ich auf die neue Schule und Jan war der erste, so, in den ich mich verliebt habe in der 5. Klasse, aber sein Interesse war nicht das so. Das war eher nicht so, ich weiß auch nicht. Ich kann nicht sagen, warum, aber... Er hat mich geärgert, also er hat mich wirklich, das war schon fast Mobbing und irgendwann in der 8. Klasse wollte Jan dann meine Handynummer haben und jetzt sind wir, also 2012 kamen wir zusammen. Dann bin ich nach Amerika für 1,5 Jahre und dann war da ein bisschen eine Pause und jetzt sind wir seit 2015 wieder konstant zusammen. Ja, ist wie ein Sechser im Lotto, ja, würde ich sagen. Ne? Also das ist, glaube ich, nicht einfach, da den passenden Partner, ja, immer zu finden. Aber das passt auf jeden Fall. Also die Beziehung macht besonders, dass wir sehr viel Spaß bei allem eigentlich immer haben. Also wir lachen eigentlich den ganzen Tag, kann man sagen. Loving is easy when everything's perfect. Also wir sind schon eher so wie so ein altes Ehepaar, würde ich sagen. Ich würde uns eher sogar als spießig bezeichnen. Ja, wir stehen gerade hier zu Hause in der Küche. Ich trinke meinen Kaffee wie jeden Morgen und wir starten den Tag. Also heute wollen wir noch zur Unfallstelle, alle zusammen, und danach geht's noch zu mir ins Studio, wo ich trainiere. Außerdem zeigen wir euch heute die Spiegeltherapie, damit meine Phantomschmerzen besser werden. Und dabei hilft mir Jan immer. Ja, unser Leben für immer verändert hat der Unfalltag 2019, also im September. Also wir hatten an dem Tag vor, dass wir eigentlich nur mit einem anderen Pärchen Kaffee trinken wollten. Ich bin mit Jan zusammen Motorrad gefahren, also ich war Sozial, ich saß hinten drauf und habe mich sozusagen an ihm festgehalten. Er war der Fahrer. Und dann sind wir in eine ziemlich lange Linkskurve gefahren. Und dann ist das Hinterrad ausgebrochen, hat so geschlackert. Und das hat mich halt direkt weggerissen. Also wir sind auf die linke Seite geklatscht. Und dann über die Straße geschlittert, 10 Meter. Dann habe ich noch die Funken von dem Motorrad gesehen. Und dann sind wir beide so einen Abhang runtergerutscht. Direkt nach dem Unfall war das so, dass ich bei Bewusstsein war und Jan nicht. Und dementsprechend haben auch alle Rettungskräfte dann mit mir gesprochen. Und dann habe ich gemerkt, ich spüre meinen linken Arm nicht, ich kann ihn nicht mehr spüren. Und da wusste ich schon, irgendwas ist mit meinem linken Arm und mit meinem Bein und meinem Becken. Alles war komisch. Und dann habe ich nur gehört, ein Krankenwagen reicht nicht, wir brauchen einen Helikopter. Und dann kam ein Helikopter für ihn und für mich. Und ich wurde ins Uniklinikum Köln geflogen und er in die Klinik in Duisburg. Ja, das ist das erste Mal, dass wir jetzt wirklich direkt an der Unfallstelle sind. Also ich habe direkt sofort Phantomschmerzen irgendwie. Also ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Das sind so viele Gefühle. Einerseits bin ich glücklich, dass ich ja noch lebe. Aber andererseits weiß ich halt, was hier für ein Scheiß passiert ist und kann mich an alles erinnern. Ich könnte euch jedes Detail erzählen. Ich sehe mich über diesen Asphalt schlittern einfach. Ich versuche das auch zu umfahren, wenn ich mal in die Richtung muss. Also gerade vom Wald ist für mich komplett eigentlich so, nee. Das ist auch wieder so ein kleines bisschen so, ja, nicht ein Rückschlag, aber schon so ein Flashback, was mich jetzt wieder einige Tage wahrscheinlich schon beschäftigen wird, denke ich. Ich habe keine Angst vor dem Ort, aber es ist auf jeden Fall ein komisches Gefühl, hier zu sein jetzt und sich das vorzustellen, und ist halt auf jeden Fall ziemlich belastend. Da ist man dann eigentlich nur noch im Krankenhaus aufgewacht und hat gehört, ja, ihr hattet einen schweren Motorradunfall und Gina geht's nicht so gut. Und dann wurde ich auch direkt wieder mit Beruhigungsmittel zugeknallt, weil ich wirklich, ich
wollte aufstehen, ich konnte das alles nicht glauben und ich wollte raus aus dem Laden. Ich hatte ein leichtes Schädelhirntrauma, das Sprunggelenk ziemlich kaputt, ich hatte die Bänder gerissen, schon klar ein paar Schürfwunden, aber sonst Schwein gehabt auf jeden Fall. Meine Verletzungen waren halt der Abriss des Arms, also eine Subamputation. Das bedeutet halt, dass innerlich alles abgerissen ist, aber äußerlich ist der Arm noch dran. Dann ein Schien- und ein Wadenbeinbruch und ein doppelter Beckenbruch. Zu mir gekommen bin ich 2 Tage später und ich habe einfach geschrien. Also das waren wirklich, das waren die krassesten Schmerzen. Also die Schmerzmittel waren teilweise auch so stark, dass ich dann einfach eingeschlafen bin. Ich habe, als ich das realisiert habe, direkt nach Jan gefragt. Ich habe mich ja direkt gewundert, wo er ist, weil ich dachte, er liegt neben mir. Und dann wurde mir halt zu wenig gesagt. Also mir hat gesagt, mach dir keine Sorgen, Jan ist woanders. Und ich habe wirklich erst im ersten Moment gedacht, dass er halt ums Leben gekommen ist bei dem Unfall. Ungefähr nach einer Woche bin ich dann zu Gina das erste Mal ins Krankenhaus. Er kam zu mir und also Jan ist wirklich nicht jemand, der nah am Wasser gebaut ist. Eher im Gegenteil, also ist wirklich sehr, sehr weit weg vom Wasser gebaut und hatte wirklich, also kann man ja echt jetzt sagen, Tränen in den Augen und hat sich bei mir entschuldigt. Und für mich war klar, er muss sich für nichts entschuldigen, weil das ist keine Absicht gewesen. Er hat ja nicht gedacht, boah, ich war jetzt mal ein Unfall und reiß hier meine Freundin fast in den Tod und mich auch. Das Problem daran, dass sich mein Zustand verändert hat, war einfach, dass kein Blut floss durch meinen Arm. Also ich wurde ja 10 Stunden notoperiert, wo alles die Gefäße und Nerven wieder drangenäht wurden. Und es wurde jeden Tag oder jeden zweiten Tag operiert, um zu sehen, ob Blut durchfließt. Und dann fing halt an, dass meine Finger schwarz wurden. Bei mir bestand die Gefahr einer Sepsis, also dann eine Blutvergiftung. Ich hätte entscheiden können, entweder habe ich diese Blutvergiftung und sterbe daran oder man amputiert den Arm. Und das steht ja gar nicht zur Debatte. Also dann entscheide ich mich natürlich für das Leben und gegen den Arm. Es kam dann dazu, die OP war beendet. Und dann denkt man, jetzt geht's bergauf. Man denkt, okay, der Arm ist ab, jetzt verheilt alles. Und dann war es halt nicht der Fall. Es ging dann noch über Wochen, dass sich die Wunde halt immer wieder infiziert hat und entzündet hat. Und das war wirklich sehr hart zu sehen immer. Ich konnte es nicht angucken, ich konnte nicht an mir runtergucken. Ich konnte das nicht berühren und ich bin ein Mädchen, was sehr auf ihr Äußeres achtet und ich mache mich gern zurecht. Und ich habe halt gedacht, dass jetzt jeder denkt so, oh Gott, die ist jetzt entstellt und die sieht nicht mehr schön aus. Und wirklich, also ich habe da erstmal nur negative Gedanken gehabt, auch als ich nach Hause kam. Meine Armprothese hat mich wieder vollständig gemacht und mir ein neues Lebensgefühl und neue Lebensqualität zurückgegeben. Wie vorher, natürlich sieht es anders aus, aber ich habe 2 Arme, 2 Beine. Ich bin wieder so, wie es vorher war, natürlich ein bisschen anders. Aber fürs Gefühl ist es einfach wieder total schön. Ich habe das extrem an Ginas Laune gemerkt. Also sie war einfach viel glücklicher wie vorher. Und ja, gewöhnen. Ich finde das Ding persönlich mega cool, weil es einfach total zukunftsmäßig aussieht und ich finde das Ding super, wirklich. Schuldgefühle sind natürlich eine große Rolle. Also es vergeht eigentlich kein Tag, wo ich nicht darüber nachdenke noch. Also es ist wirklich so. Also wenn ich alleine war, muss ich zugeben, viel geweint. Ja. Es war halt wirklich immer eine harte Belastung auch. Ich gebe da auch nicht dem Motorrad die Schuld, dass da irgendwas defekt war oder ich sehe das einfach so, das war ein Fahrfehler von mir. Es kann ja nichts anderes gewesen sein und damit muss ich halt klarkommen. Ne? Gina hat mir extremst geholfen, wie sie mit dieser Situation umgegangen ist, weil sie einfach so stark ist und ich kann nicht versprechen, dass ich auch so reagiert hätte in dieser Situation und deswegen, ja. Die ersten Fortschritte waren so nach 2 Monaten, 2,5 Monaten, dass Gina dann das erste Mal
sich wieder aufrecht hinsetzen konnte. Dann sind wir zum Beispiel runter in die Kantine, sind auch mal raus, heimlich. und sind mal einen Döner essen gegangen oder so. Wir machen jetzt die Spiegeltherapie. Die Spiegeltherapie mache ich, weil ich ja durch die Amputation Phantomschmerzen habe. Ich habe halt Schmerzen in der linken Hand, die nicht mehr vorhanden ist. Gina achtet jetzt gerade auf ihr Spiegelbild der rechten Hand. Das Gehirn soll sozusagen hintergangen werden. Und es wird halt vorgegaukelt, dass die linke Hand noch vorhanden ist. Die erste Zeit zu Hause war natürlich erstmal positiv, weil man sich gefreut hat, wieder zu Hause zu sein. Wo der Alltag anfing, hat man gemerkt, okay, das ist nicht wie früher. Und dann war erstmal dieses, okay, ich gehe jetzt nicht mehr raus, ich bin eh hässlich in meinen Augen, was eigentlich total blöd ist. Ich kann nichts mehr machen wie vorher. Also ich habe Gina so unterstützt, dass ich persönlich bin, sage ich mal, ein Sportler und ich habe dann auch diesen sportlichen Ehrgeiz und habe sie da so ein bisschen in den Arsch getreten auch. Wir haben zum Beispiel, wo sie noch im Rollstuhl saß, sollten wir halt viel laufen üben. Zum Beispiel von hier in den Flur bis zur Mitte und wieder zurück. So, das waren die ersten Schritte, dann mal immer einen Meter weiter, dann wieder einen Meter weiter. Und so haben wir das dann immer gesteigert. Ich bin sowieso ein bisschen impulsiv und temperamentvoll. Und natürlich hat er das ein bisschen mehr zu spüren gekriegt, weil wenn ich was nicht hinbekommen habe, bin ich natürlich direkt so geflippt und habe dann gesagt, hilf mir sofort, komm jetzt sofort hier hin, weil ich auch sehr ungeduldig bin. Aber er ist auch wirklich, also mein Respekt, ziemlich ruhig geblieben und gesagt, hey, alles gut, so ist es nicht schlimm, irgendwann kriegst du das hin. Und Fakt ist, jetzt kriege ich es ja hin. Ja, ich mache Kickboxen, seitdem ich 16 Jahre alt bin und jetzt mittlerweile bin ich Profi. Hab meinen ersten Profititel, auch deutscher Meister. Und da möchte ich jetzt wieder nach dem Unfall anknüpfen, weil der Unfall hat mich komplett rausgebracht. Also Streitigkeiten gab es und gibt es halt dahingehend, dass ich mir halt immer erhoffe, dass er weiß, was ich möchte. Zum Beispiel, wenn sie eine Jacke aufhängt, dann stehe ich daneben. Guck sie an, weil ich denke, hä, wieso brauchst du jetzt so lange? Und dann fällt mir ein, oh ja, natürlich, klar. Und dann helfe ich ihr natürlich auch. Aber er sagt das dann manchmal. Er sagt dann, ja, was machst du denn jetzt so lange? Beeil dich mal. Und ich sag, ja, beeil du dich mal mit einem Arm. Und dann, oh, oh, oh. Und dann tut mir das auch immer mega leid. Aber natürlich kommt dann manchmal ein auf das andere. Und ich dann halt sage, ja, du hast ja Glück gehabt, du hast keinen Arm verloren. Aber eigentlich meine ich das nicht so. Also ich bin ja froh, dass ihm das nicht passiert ist und ihm es gut geht. Aber ich würde lügen und jeder andere würde auch lügen, wenn er sagt, ja, im Streit würde sowas nicht mal einfach zu Wort kommen. Darauf kann man dann nicht mehr viel sagen irgendwie. Das ist halt dann irgendwie scheiße, ja. Also wieder rein in den Ring, immer eine Hand am Kinn, doch der erste Punch holt mir seinen Respekt. Runde über Runde ganz allein, denn ihr... Ich bin eigentlich immer ein ruhiger Typ, ne, und hier kann ich einfach Gas geben. Hier wird das von mir verlangt, dass ich draufhaue. Von daher, das ist wie bei vielen anderen Menschen auch, dass der Sport einem einfach hilft, auch in schweren Zeiten mal den Kopf wieder frei zu kriegen. Ich habe nach wie vor mit Schuldgefühlen zu kämpfen und das ist passiert und das wird mir auch keiner mehr nehmen können. Hätte, wenn und aber ist nicht meine Einstellung und da muss man jetzt weitermachen, es ist passiert, man kann nichts rückgängig machen, man kann nur das Beste draus machen. Also im Februar bin ich ja dann nochmal ins Krankenhaus für 2 Wochen stationär, wegen meiner Phantomschmerzen, weil die einfach so stark waren. Also ich konnte nachts nicht mehr schlafen und die sind jetzt gerade auch in der Zeit, wo es jetzt so kalt ist, wieder sehr stark, die mich also sehr stark, sage ich mal, beeinträchtigen, auch in meinem Alltag. Das ist jedes Mal extremst belastend für mich, weil man kann einfach nicht helfen, man kann nichts machen und das macht mich jedes Mal einfach nur traurig. Man kann schon sagen, dass mich das teilweise auch wieder zurückwirft, weil dadurch
kommen dann diese Gedanken vom Unfall halt auch immer wieder hoch, ne? Das ist klar. Ich schätze mal, ich bin noch nicht so weit wie sie, was die Psyche angeht. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, aber... Ja, du redest nicht gern drüber. Ja, wie will man dann zu einer Psychologin, die genau das rauskitzelt und genau den Punkt triggert? Ich weiß, dass er nicht so jemand ist, der auch generell gerne über Gefühle spricht. Also ich habe genau morgen vor einem Jahr angefangen mit Instagram und seitdem geht es mir einfach viel besser. Also das ist sozusagen meine Therapie und seitdem ich das mache, bin ich viel selbstbewusster, ich gehe viel offener damit um und ich bin halt einfach viel positiver und glücklicher auch. Ich lackiere gerade Ginas Fingernägel, weil sie das halt nicht kann. Ne? Aber dafür bin ich ja da. Es sieht wirklich ordentlich aus. Er weiß auch, dass mir das halt wichtig ist. Und gerade jetzt, weil es halt nicht anders geht, finde ich es umso toller, dass er es macht und sich oft dabei Mühe gibt. Und dann finde ich schon, dass solche Situationen einen zusammenschweißen. Also, ich muss schon sagen, also es sieht wirklich schön aus. Es sieht aus, als hätte es eine Frau gemacht. Ne? Ich fahre kein Motorrad mehr, einfach ja, aus Respekt vor Gina. Ne? Ja, das, wenn Jan nochmal auf Motorrad steigt, das wird mir wahrscheinlich zum Vorwurf gemacht, aber ich würde mich von ihm trennen. Ich habe durch die ganze Nummer meinen Arm gelassen. Ich habe mein Leben lang eine Belastung durchs Becken. Mein Bein ist kaputt. Das könnte ich einfach nicht tragen. Das würde ich halt psychisch auch nicht schaffen. Man muss wirklich einfach zusammenhalten. Und egal wie schwer das ist, es ist viel einfacher, wenn man halt zusammenhält und man sich gegenseitig stärkt, als wenn man sich in so einer Situation trennt, weil man sagt, ja, das ist jetzt zu anstrengend. Ich kann das nicht mit dem anderen. Wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, dass man dann trotzdem sagt, aus der negativen Situation kann man immer was Positives ziehen. Ja, nicht, das dass hilft. Man nur das sieht, was man nicht hat, sondern einfach mal das sieht und schätzt, was man hat, dass es einem gut geht und man gesund ist und man sich einfach hat. Der Unfall hat uns noch mehr zusammengeschweißt wie vorher. Also ich bin jeden Tag stolz auf sie und ja. Gina, deine Traumfrau? Definitiv. Ja, was soll ich anderes sagen? Also danke schön! Ist einfach so. Ja. Also Gina ist auf jeden Fall meine Traumfrau. Und aus welchen Krisen seid ihr gestärkt herausgegangen? Schreibt es in die Kommentare und abonniert True Doku, um keine Story mehr zu verpassen. Sehr gut. Boah, wie lange? 10 Sekunden? Ja.